Moin, Hennas am Start, und heute sind wieder neue News veröffentlicht worden zu einem der Highlights diesen Jahres, zu V-Star Universe. Wir haben nun ein paar mehr Karten, auch teilweise Karten, die wir schon geleakt bekommen haben in HD. Ich sage euch heute, welche Karten in dem Set sein werden, wann es rauskommt und wie ich es einschätze. Let's go! Ja, wir sind hier auf Poke Beach und sehen, dass das Set V-Star Universe jetzt auch offiziell revealed wurde. Das heißt, die Vorstellung ist offiziell durch die Company erfolgt. Und ja, es wird wieder ein High-Class-Set sein, das habe ich euch ja schon verraten. High-Class-Set heißt wieder 10 Karten pro Booster und ja, auch wieder eine garantierte V oder besser pro Booster, wie wir es schon aus VMAX Climax, aus Tag Team All-Stars kennen und für mich absolut die Sets, die ich im Japanischen sammeln und unbedingt haben möchte. Am 2. Dezember kommt das Ganze in die Läden in Japan. Wir sehen hier auch schon mal ein Booster-Artwork. So wird es ausschauen und ja, sehr cool, bildet natürlich den Abschluss der Schwert- und Schildzeit und der V-Star-Karten wahrscheinlich auch. Mal schauen, ob sich der Typ noch in die nächste Generation reinrettet oder ob er damit auch vom Zyklus her endet. Ja, solche High-Class-Sets am Ende des Zyklus sind auch immer so ein bisschen für die Spielerschaft da, die das TCG tatsächlich spielen. Deswegen gibt es in der normalen Setliste sehr, sehr viele Karten, die wir schon kennen. Sehr, sehr viele Reprints, vor allem von spielstarken Karten. Für das Trading Card Game sind hier Arceus, wir haben Palkia, wir haben auch Giratina. Und ja, das sind natürlich Karten, die die Spielerschaft haben möchte. Und bisher auch, wenn man mal auf Card Market schaut, eher die teureren V-Star-Karten. Und ja, die werden hier nochmal gereprintet, zumindest im Japanischen. Kommen wir nun aber zum eigentlich neuen Highlight, und zwar zu einem neuen Typ, der sich Art Rare nennt. Wenn man sich die Karte so anschaut, erinnert ein bisschen an die Character Rare Karten, aus ja, die mit VMAX Climax eigentlich mehr oder weniger eingeführt wurden. Nur der einzige Unterschied ist, dass wir hier keinen Trainer mit drauf haben, sondern in den allermeisten Fällen sind es einfach andere Pokémon, die wir hier sehen. Wir sehen hier das Manaphy und drumherum sind ein paar weitere Pokémon. Das Mew, auch eine wunderschöne Karte. Wir sehen hier ein Urgel, ein Galaponita. Also richtig, richtig cool, was hier so alles außenrum ist. Die Karte erinnert mich ein bisschen an das Mew aus Evolutions. Gefällt mir definitiv. Ich erwarte die Karten vom Holo-Effekt genauso wie auch die Character-Rare-Karten sind. Und ich muss sagen, echt gelungene Karten. Und gerade was die Artworks angeht, wird die Company immer stärker, meiner Meinung nach. Die Artworks sind wirklich richtig, richtig genial. Und wenn ich mir das Mew anschaue, boah, einfach nur stark. Die ganze, ja, kann man mögen, ist jetzt nicht mein Favorite Pokémon. Das Absol gefällt mir wiederum sehr, sehr gut. Ja, wirkt einfach wie ein Gemälde, also tatsächlich sehr cool. Aber einer meiner Favoriten von den geleakten Karten ist sicherlich hier dieses Altaria. Auf dem Bett sitzend, weiß nicht, erinnert mich ein bisschen so eine Mischung aus Tiffy aus der Sesamstraße und irgendwie dem Roadrunner. Ich weiß auch nicht, aber ist eine Karte, die ich super gerne ziehen würde. Und wenn wir mal unten auf die Set-Nummer schauen, hat es die 194 von 172. Klar, die 172 Karten sind unsere normalen Common, Uncommon und Rare-Karten. Die Holos, V und die einfachen V-Star-Karten. Und ja, in den Bereich der Secret Rares fallen, wie gesagt, die Art Rares rein. Und wir kommen gleich auch noch zu den selteneren Karten. Das sind wiederum die Super Art Rares. Dabei haben sie sich natürlich wieder an VMAX Climax orientiert, wo genau das auch mit Character Rares ist. Sind ja auch Character Rares und Super Character Rares.
Und ich erwarte hier eigentlich wieder, dass wir 3 bis 4 Art Rares in einer Boosterbox haben werden und eine Super Art Rare. Ja, zurück zum Altaria. Cooles Artwork, witziges Artwork. Freue ich mich drauf. Ja, wir sehen hier ein trauriges Gudra, was ein bisschen getröstet wird, indem Blumen gebracht werden. Ja, glaube ich auch kein Fan-Favorite. Aber wenn wir von Fan-Favorites sprechen, dann sind wir hier jetzt bei der ersten Special Art Rare. Und das ist gleich ein richtiger Banger. Die Karte war ja zwischendurch schon geleakt. Mewtwo V-Star alternativ. Und wer genau hinschaut, erkennt das Glurak im Hintergrund. Und es ist nämlich genau das Pendant zur Glurak V-Star alternativen Karte aus der Glurak Ultra Premium Kollektion. Ja, ich weiß gar nicht, die Karte kann man sich 5 Minuten anschauen und man kennt immer wieder was Neues, was alles im Hintergrund passiert, ist eigentlich unfassbar viel. Super schöne Karte und ja, ich bin echt gespannt, wie die Karten sich vom Wert her entwickeln werden. Für mich ein richtiger Banger, dieses Mewtwo. Ja, gerade schon angesprochen, die Glurak V-Star-Karte, die wir in unserer Ultra-Premium-Kollektion haben, wird auch in V-Star-Universe zu finden sein. In Japanisch gibt es die Karte ja bisher noch nicht und das wird wohl auch die einzige Möglichkeit sein, wie man die Karte im Japanischen bekommen kann. Und wir sehen hier genauso das Mewtwo im Hintergrund, also die Karten ergänzen sich wirklich richtig gut. Jetzt haben sie das bei der V-Star-Karte gemacht. Ich bin gespannt, ob wir das auch für die anderen Karten aus der Glurak Ultra Premium Kollektion bekommen. Zum Beispiel könnte man ja bei der V-Alternativ ja auch eine Bisaflor-Alternativkarte sehen. Würde ich auf jeden Fall fühlen und ich denke gerade Bisaflor darf ruhig mal ein bisschen mehr Liebe bekommen. Das wird von der Pokémon Company ja in einer gewissen Regelmäßigkeit auch außen vor gelassen. Von daher würde ich mich darüber auch sehr, sehr freuen. Schauen wir mal die weiteren Special Art Rares an. Super, super Artwork. Richtig genial. Ja, auch das Atmurai erinnert so ein bisschen fast an das Galarian Moltres. Auch mit dieser Symmetrie und der Farbgebung ist der Karte schon sehr ähnlich, wie ich finde. Und ja, spricht mich definitiv an. Also hier kann man sich tatsächlich auch überlegen, ob man versucht, das Set voll zu bekommen. Wird mit Sicherheit ein richtig, richtig starkes Set werden. Ja, soweit mal die offiziell geleakten Karten. Die anderen Karten sind ja schon länger bekannt. Das Suicune und auch das Fulipurba. Also ich muss sagen, mega, mega Karten. Wir sehen es hier auch nochmal in der Übersicht. Also da hat sich die Company echt wirklich, wirklich was einfallen lassen. Und ja, 2. Dezember kommt das Ganze raus in Japan. Ich bin gespannt, werde mir auf jeden Fall wieder die ein oder andere Box dazu holen, sofern die Verfügbarkeit ist, wie bei den letzten Sets. Und zu guter Letzt, wie kommt das Set dann auch zu uns? Gibt es hier auch eine Ankündigung und es wird Crown Zenith heißen. Und wir werden das wieder als Spezialset natürlich bekommen im Januar. 20. Januar, um genau zu sein. Und wir sehen hier auch dieselben Karten. Das heißt, die Karten werden bei uns mit dabei sein, sowie wahrscheinlich auch noch einige JP-exklusive Promos, die wir bisher noch nicht bekommen haben in keinen unserer Sets. Da wird es wieder eine bunte Mischung sein und das Ganze wird natürlich wieder als Special Set mit einer Elite-Trainerbox und einer Promokarte released werden. Das heißt, hier wird es wieder keine Displays geben, sondern nur wieder die verschiedenen Kollektionen, Einzelprodukte. Ja, mein Fazit zu dem Set: Es wird ein richtig starkes Set und aus meiner Sicht ist es für mich auch ein Must-Have-Item, Must-Have-Set zum Sammeln und ich werde mich freuen über jede Karte, die ich aus dem Set ziehen werde.
Wie schaut's bei euch aus? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche der veröffentlichten Karten ist euer Favorit und freut ihr euch schon mindestens genauso auf das Set wie ich. Ich bin gespannt und lasst es mir gerne in den Kommentaren da. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen, lasst ein Abo da. Und ich bin raus. Ciao.